Hey Leute, ich komme zu einem neuen Video. Ich bin gerade in Kroatien mal wieder. Deswegen habe ich auch ein Bikini, ja, meine Haare sind so aus. Nämlich, wir haben wieder hier ein Haus. Und das wollte ich euch mal zeigen. Auch draußen im Pool und so alles. Einfach eine Roomtour machen für euch, damit ihr ein bisschen seht, was ich hier im Urlaub so mache. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf das Video. Hier ist auf jeden Fall die Tür, da kommt man rein. Draußen, das zeigen wir, das zeige ich euch dann gleich, wenn wir fertig mit drin sind. Also hier ist auf jeden Fall die Tür. Dann ist da so ein Schuhabständer-Dingster-Bungster. Was ist das denn? Ein Stab. Wow, ein Stab, krass. Ja, okay, dann ist hier auf jeden Fall so eine kleine Ablage. Da lagen so ein paar Möglichkeiten, zum Beispiel so ein Wasserpark oder so. Oder hier ist noch WLAN. Und so. Und hier ist der Esstisch. Und da ist auch ein Fenster und so. Hier, wenn man sich umdreht, ist die Küche. Die ist ein bisschen klein, deswegen stehe ich auch ein paar Sachen auf dem Boden. Aber ja, hier ist die Küche. Hier auch noch eine Mülltonne. Ja. Die ist ein bisschen klein, weil wir sind hier zu sechs. Also sechs Personen. Also ich, meine Schwester, meine Mama und Papa und noch zwei Freunde. Also, keine Ahnung, wie man das sagt. Aber ja, hier ist die Küche. Wenn man hier dann lang geht, ist hier das Wohnzimmer. Das ist auch sehr groß. Hier ist einmal so ein Bereich, da kann man irgendwie zum Beispiel malen, wie meine Schwester immer macht. Und hier ist ein Sofa und hier ist noch ein Sofa. Ich glaube, das ist eher zum Chillen, aber ja. Hier ist auch ein richtig großer Fernseher. Und hier ist auch wieder auch eine PS4 oder so. Ist das eine PS4? Ja, ich glaube schon. Die sieht man jetzt gerade nicht, wenn ich schwarz ist, aber egal. Und hier ist noch irgend so eine komische Spielekiste. Ja, keine Ahnung. Ja, das war es auch eigentlich schon mit dem unteren Etage. Ah, nee, hier. Hier ist noch ein Raum. Ah, der ist dunkel. Oh. Zack. Hier ist nämlich einmal die Waschmaschine. Ja, eine Toilette. Und hier bin ich. Ja. Das war auf jeden Fall das Badezimmer hier unten. Wir haben nicht nur eins zum. Also, nicht, ich finde, wir haben nicht nur eins, sondern in jedem Schlafzimmer hat jeder quasi noch sein eigenes Badezimmer. Das finde ich richtig cool. Hier ist auch das Schlafzimmer von. Ja, die anderen zwei, die mit uns im Urlaub sind. Aber das will ich jetzt nicht so gern zeigen, weil. Ja, aber das sieht quasi genauso aus wie die anderen. Okay, also, nämlich unsere Zimmer sind nämlich oben. Gehen wir jetzt mal hier hoch. Treppen. Dupidupidu. So. Also hier ist das Zimmer von meinen Eltern und hier das von meiner Schwester und mir. Hier liegt noch eine Tüte. Ja, hier ist das Zimmer. Das sieht so aus. Haben wir hier aber noch einen Spiegel. Sehr cool. Wir haben nämlich hier ein Bett. Dann ist da so eine Art Schreibtisch oder so. Und wir haben ja auch noch Pringles stehen. Und hier ist noch ein Fernseher. Das haben wir auch. Das hat auch jedes Zimmer im Haus. Noch so ein Schreibtisch, der immer vollgestellt ist. Und wie schon gesagt, hat jeder ein eigenes Badezimmer. Ja, hier in der Badezimmer ist einfach eine Dusche. So ein Wagen, keine Ahnung, da liegt mein Zeug drin. Übrigens, Leute, diese Schauma Edition, die ist richtig gut. Die müsst ihr auch haben. Die ist sehr gut, also für mich. Hier ist die Toilette. Da ist sogar so ein Schminkspiegel. Voll cool. Oh, wie sehe ich denn aus? Okay. Ja, hier ist ein Waschbecken. Das ist eigentlich das Badezimmer hier. Hier steht übrigens meine Schwester und da schlafe ich auf der Seite. Hier haben wir noch einen Schrank. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon in das nächste Zimmer von meinen Eltern. Nämlich, da ist ein bisschen mehr Zeug drin. Die haben hier nämlich auch so ein Bett. Handy fokussiert, dankeschön. Die haben hier auch ein Bett, dann haben die hier auch einen Fernseher, auch so einen Schreibtisch, einen Schrank und auch noch so ein komisches. Und auch hier wieder ein eigenes Badezimmer mit einer Dusche, einem Waschbecken, einem so einem komischen Ding und einer Toilette. Und das war es auch eigentlich jetzt schon drin, da würde ich sagen, gehen wir jetzt raus.
drin. Draußen konnte ich leider nicht reden, weil da lief halt Musik und man darf halt bei YouTube irgendwie das nicht, keine Ahnung. Aber ja, ihr habt ja alles gesehen. Und draußen, ich finde das so schön, auch wie dieses alles mit diesen ganzen Pflanzen und den Weg hier hoch und dem Pool und so. Der Pool hat wirklich auch die perfekte Temperatur, weil hier ist ja jeden Tag mindestens 32 Grad oder so. Ich bin schon ein bisschen braun geworden. Das sieht man so wenig in der Kamera, aber egal. Und draußen finde ich auf jeden Fall auch richtig schön. Ja, wir sind, glaube ich, in der Nähe von... Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ja, ich finde auf jeden Fall alles hier richtig schön. Ich wollte auch gleich direkt wieder in den Pool springen, weil mir ist schon wieder richtig heiß. Wenn man einmal so draußen rumgelaufen ist, das war schon heiß, dann bin ich auch vorhin spazieren gegangen. Da war es zum Glück noch nicht so, da hat es irgendwie bewölkt, aber... Ja, und ja, das war unser Haus in Kroatien. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir bitte einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpasst. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und dann würde ich sagen, tschüssi und bis zum nächsten Mal.